Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Wir befinden uns weiterhin auf dem Plateau und haben von den drei verbleibenden Schreinen immerhin einen schon geschafft. Für die anderen beiden brauchen wir scheinbar die Kraft des Chilis, um uns warm zu halten und um durch dieses kalte Gebiet durchzukommen. Die große Frage ist natürlich, wie können wir Chili ernsthaft für uns nutzen? Lass uns ganz kurz einfach mal schnell gucken. Und zwar, wir haben 9 Chilischoten. Damit kann man was anfangen. Die Frage ist, wie? Die große, große Frage ist, wie? Kann ich zum Beispiel Chili mit Fleisch verwenden? Kann ich Chili mit Äpfeln verwenden? Das wären nämlich so die beiden Sachen, die man bräuchte. Oder zum Beispiel auch Chili mit Geflügel zum Beispiel. Also das sind so die Sachen, die allen als erstes entgegenkommen. Dementsprechend würde ich sagen, wir probieren ganz bewusst einfach mal, auch wenn merkwürdig, zugegeben, wir probieren einfach mal wirklich Apfel und Chili. Einfach mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Wie gesagt, mein großes Problem ist, wir haben nur eine begrenzte Anzahl. Das heißt also, unendlich lange herumprobieren möchte ich da auch wieder nicht. So, scharfes Kochobst lässt dich große Kälte aushalten auf Level 1. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. Und das Ganze gilt für 3 Minuten. Stellt 2 Herzen her, gibt Minus in Kälte, das heißt, es wird uns vermutlich wärmen. 3 Minuten ist nicht viel. 3 Minuten ist wirklich, wirklich nicht viel. So, wir werden weiter testen. Wir nehmen... Das Lustige ist, man muss nämlich in die Hand klicken, um das Ganze zu aktivieren. Und erst dann kann man das auswählen. Okay, probieren wir die nächste Sache. Scharfes Chili-Fleisch. Ebenfalls 3 Minuten lässt sich große Kälte aushalten. Durch das Braten in Chilischoten wird der Eingeschmack des Fleisches unterdrückt und ein feuriges Aroma hervorgebracht. Das stellt zum Beispiel 3 HP her. So, eine weitere wichtige Sache, und zwar wir hatten beim letzten Mal ja getestet, wie das mit den Amiibos läuft und haben gesehen, dass wir so an Gegenstände kommen, die wir vielleicht so noch nicht hätten erreichen sollen. Ich hatte überlegt, was wir machen und ich denke, für aktuell werden wir wirklich erstmal nicht mehr die Amiibos nutzen, aber wenn wir so ein bisschen in das Spiel reingekommen sind, wo wir so ein bisschen mehr von dieser Open World ernsthaft erleben können, dann werde ich vermutlich hingehen, wenn es wirklich weniger interessant ist, ob wir jetzt 10 Fleisch haben oder 15, ich denke, dann geht's in Ordnung, wenn ich diese Amiibos regelmäßig nutze. Aber jetzt gerade am Anfang, wo wir das Spiel noch so ein bisschen kennenlernen, denke ich, ist in Ordnung, dass wir versuchen, mit dem zu überleben, was wir finden können. Und nicht mit dem, was wir uns aus der Hose zaubern können. Okay, wir haben auf jeden Fall gesehen gehabt. Nein, nicht warten, sondern wir wollen nochmal hin. Wir haben gesehen gehabt, dass wir mit Fleisch und Chili mehr HP herstellen. Aber ebenfalls gleiche Dauer und vermutlich gleichen Effekt bezüglich Kälte haben. Wir haben mehr von denen als von denen. Und das ist natürlich dann zum Beispiel jetzt hier die große Frage. Was passiert, wenn ich jetzt 2 Äpfel und 2 Chili-Schoten nehmen würde? Würde es dann 2 Gerichte erstellen oder würde es ein Gericht zum Beispiel auf Stufe 2 erstellen? Ich denke, das würde tatsächlich, also das zweite davon, würde eher der Fall sein. Und dementsprechend, genau, wenn wir mal ganz kurz hier so ein bisschen weitermachen. Und logischerweise versuchen, so viele Gerichte zu erstellen wie möglich, damit wir diese Kälte weiterhin aushalten können. Ich drücke mal das Falsche. Ist ein bisschen schade, dass es hier keine Kochfunktion gibt. Ebenfalls hat es irgendwie gesagt, dass man normalerweise irgendwie einsehen kann. Ne, das ist nur Betrachten des Charakters. Na, das ist auch nicht das. Hier muss man hin. Okay, was kann man denn hier sagen? Zum Beispiel das Fleisch haben wir gesammelt gehabt. Sortieren, auswählen, betrachten. Betrachten sind weiterhin wir. Also ich weiß auch nicht so hundertprozentig, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, schneller Sachen kochen zu können. Denn... wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist nicht schnell. Ansonsten eine weitere Sache würde ich ganz gern nachher nochmal probieren. Und zwar, wir haben uns ja beim letzten Mal zu der Hütte des alten Manns begeben gehabt. Und haben gesehen gehabt, dass wir zwar damit nahe zum Schrein kommen, aber der Schrein befindet sich oben auf einem Berg. Und das ist zwar vielleicht ein bisschen riskant, aber ich denke, wir sollten trotzdem testen, ob man da vielleicht nicht sogar hochklettern kann. Ich denke, wir werden es nicht in einem Satz schaffen. Aber vielleicht hat es ja wirklich, oder gibt es die Möglichkeit, sich irgendwo auszuruhen und sich so da halt hochzuarbeiten.
So, meine Frage ist, wie viel sollten wir machen? Ich denke, wir müssten eigentlich fast hingehen und alles an Chili aufbrauchen. Vielleicht riskant, aber ich denke, es ist besser, als irgendwann dazustehen und zu realisieren, ups, ich habe nichts mehr. Und kann auch nichts mehr herstellen. Ja, lieber möglichst viele Sachen auf einmal. Weißt du was, wir werden einmal das so probieren. Einfach nur, um das so herauszufinden, was passiert, wenn ich jetzt zwei von denen nehme. Okay. Lässt dich große Kälte aushalten, ebenfalls auf Level 1, stellt aber 4 her und dauert für 6 Minuten. Natürlich interessant. Interessant, wie das Ganze funktioniert. Aber wir haben gesehen, wir haben weiterhin einen Gegenstand oder ein Rezept nur auf Stufe 1 bekommen. Und weißt du was? Weit weg? Abbrechen. Ich würde ganz gerne nochmal testen, was passiert, wenn ich die drei Sachen kombiniere. Was kommt dabei rum? Okay, scharfes Kochobst. Auch 3 Minuten, aber stellt 4 her. Also ich denke, es ist schon ganz cool, dass man halt Sachen herstellen kann, ohne wirklich Probleme zu haben. Wir haben zwar gesehen, wenn wir halt hingehen und den größten Blödsinn zusammenmixen, dass dabei nichts dabei rumkommt. Aber ich denke, dass wenn man sagt, hey, man hat Essen, man kombiniert Essen und dabei kommt auch essbares Essen wieder raus, das ist sehr angenehm. Okay, lasst uns mal schnell gucken. Und zwar, wir haben uns beim letzten Mal hier so entlang gearbeitet. War das wirklich so lang? Es war nicht so lang, aber weil wir hier. Doch, wir waren bis dahin. Da ist, glaube ich, die Hütte. Das ist so ein langer. Wow. Das ist leicht überraschend. Ansonsten, hier ist eigentlich erstmal aktuell nichts Interessantes. Hier ist nochmal irgendwas. Ich denke, es ist doch das Beste, wenn man. Das ist ein bisschen doof, denn ich hätte ganz gerne halt wirklich einmal versucht, hier hochzuklettern. Also was, wir machen es trotzdem. Ist vielleicht so ein gewisser Weg, den wir jetzt zurücklegen müssen. Aber ich will gucken, ob man halt von dieser Wand hochklettern kann und ob es da halt schon Probleme bezüglich der Kälte gibt. Denn das ist immer noch so etwas, dass ich so ein bisschen Respekt vor habe. Denn im Endeffekt, wir sehen ja hier, das wäre da oben. Ist das eingefroren? Nee, es bewegt sich ebenfalls. Also man darf nicht vergessen, es ist ein Spiel, das doch so ein bisschen knackig ist wegen diesen Survival-Elementen. Und ich glaube nicht, dass wir einfach so durch einen Fluss durchschwimmen können. Als wäre das nichts. Meine Frage ist, ob wir die hier noch auf den Kopf hauen sollten. Ich meine, das sollten wir eigentlich fast machen, einfach nur um sicherzustellen, dass wir auch das Fleisch nochmal bekommen. Beim letzten Mal haben wir nämlich auch Fleisch bekommen. Ah, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Da müssen wir eigentlich auch mal ganz kurz gucken. Wir haben Waffen, die sind alle gut dabei. Wir haben auch noch eine Fackel. Wie gesagt, Fackel bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das funktioniert. Da müssen wir dann vielleicht auch mal. Moment, das sollte ich vielleicht nicht machen. Testen, denn ich denke, dass diese. Achso, das sind Eichhörnchen. Was ist das da? Oh. Okay. Irgendwelche Pfeifgeräusche sind mir lieber als eine Route. Nice. Sonderweise nur ein Fleisch bekommen. Das ist also scheinbar auf dem höheren Niveau als zum Beispiel Geflügel. Interessant. So, sind wir diesen Weg beim letzten Mal gegangen? Ich glaube, beim letzten Mal sind wir nämlich unten entlang gelaufen. Oh. Mal gucken, ob ich mich jetzt hier so leicht dran vorbeischleichen darf. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja, von hier könnte man das Ganze gar nicht erst sehen. Also auch die Frage, warum nicht hier? Wäre es clever zu versuchen, das ist so weit weg. Entsprechend, selbst wenn man sagt, man fängt jetzt hier an, hier hochzuarbeiten, das ist vermutlich der mitschnellste Weg, aber es ist trotzdem ein Weg, der lang ist. Halt, also, das, was ich jetzt mache, könnte komplett falsch sein, aber ich würde es gerne trotzdem testen.
Oh, das sind Sachen, die man pflücken könnte. Shit, der hat mich bemerkt. Auch nur für kurze Zeit. Okay, hier ist so viel Zeug. Aber die haben, oh, die haben große Speere. Wow, die haben mich bemerkt. Okay. Also meine Frage ist, ob die sich gegenseitig theoretisch auf den Kopf hauen können. Okay, das war zum Beispiel relativ fies, denn ich habe mich dem Rücken der Gegner zugewendet oder meinen Rücken den Gegnern zugewendet und das war natürlich riskant. Das Problem ist ebenfalls, dass die nicht unbedingt Waffen haben, an denen ich Interesse habe. Okay. Ja, schön, ich nehme deren Hörner mit. Hatte der nichts gedroppt oder ist das irgendwie runtergeplumpst? Beides möglich. Es kann sein, dass der eine da komplett runtergefallen ist. Ja, da unten ich Zeug. Shit. Okay, das war zum Beispiel jetzt nicht ideal, denn ich hätte ganz gerne halt eine Waffe bekommen, die ich dann auch weiter nutzen könnte. Oh, nice! Mehr Chili. Sweet. Das ist genau das, was ich brauche. Nice, auch das hier ist sehr, sehr gut. Okay, das hat sich also gelohnt, hier hinzugehen. Okay, also merken, wenn wir solche Sträucher sehen, das sind Chili-Sträucher. Gut. Nope, schon richtig. Nope. Immer so ein bisschen mit den Tasten wieder zurechtkommen. Das Lustige ist zum Beispiel hier wiederum, hier können wir nichts kochen. Das heißt also, das Chili, was wir haben, ist zwar nett, aber nicht hilfreich. Oh, da ist einer. Nice, genau, den wollte ich. Ne, das ist Grillgeflügel. Na, meint. Ich dachte, das wäre so ein Schlagstock. Oh, eine Fackel. Weißt du was? Da sollten wir vielleicht mal ganz kurz gucken. Und zwar die Route sollten wir vermutlich wegeulen. Ja, lass uns das mal machen. Lass uns das mal ganz kurz hier so ein bisschen anpassen. Und sind sonst auch zum Beispiel hier. Wir nehmen die Pfeile, ebenfalls die Slots von den Dingern weg. Gute Frage. So, Schilde haben wir noch genug. Da sollten wir trotzdem gucken, dass wir da gut dabei sind. Aber ich würde ganz gerne diese Route wegschmeißen. Dann nehme ich über diese Route mit. Und ein Speer. Anstatt halt einfach eine Waffe zu haben, die schwächer ist. Okay, Moment. War hier nicht auch nochmal einer? Hier war nochmal, glaube ich, auch nochmal was, was man hätte mitnehmen können. Ist das schon respawned in der Zwischenzeit? Nope, okay, also. Obwohl ich das so ein bisschen länger jetzt nicht gespielt hatte. Kann man sehen, dass die noch nicht respawned sind. Das ist auch die Frage, wenn wir dann nach hinten daher laufen, ob die schon wieder respawned sind. Also Sachen, die man erstmal lernen muss, wie lange dauert etwas, bis es spawnt, sei es Gegenstände oder Gegner. Oh, das waren einfach nur Vögel. Das ist natürlich auch so die Frage, kann man die in der Theorie irgendwie bekommen? Ah, wo ist der hin? Der muss wohl tatsächlich einfach untergetaucht sein. Und wir sehen zum Beispiel, da ist keine Truhe zu sehen und auch kein Gegner. Okay. So, auf jeden Fall, wir werden. Oh, da müssen wir gucken, ob der Baum weiter in ihr Feld ist. Das sind alles so Elemente, die nicht selbstverständlich sind, ob die weiterhin da sind oder nicht. Oh. Nice. Ja, die sollte vermutlich nicht hingehen und jeden Pfeil so verballern. Aber genau gerade essen ist immer. Wow. Das ist mir lieber, halt hier mal kurz zu pfeifen. Tasche ist voll. Ist es clever? Was könnten wir zurücklassen? Der Stock ist dafür dann doch für den Hintern. Ja, ich nehme lieber wirklich eine Fackel mit. Hier sind überraschend viele von denen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man hier wirklich die Möglichkeit kriegen soll, so ein bisschen aufzustocken. Wow, okay. Das ist aber wirklich doof, dass es das jetzt hier nicht kaputt ist.
Es könnte sein, dass ich jetzt da nicht rüberkomme. Moment, da war noch einer, genau. Nur weil ich nicht die Gegenstände dafür habe. Tihi. Nice. Okay, der andere ist mir so ein bisschen zu doof platziert. Mach du nur, alter Mann. So. Wir haben ein Schwert. Ist das so ein bisschen doof, dass wir das damit jetzt hier wieder verbringen oder verbrauchen werden? Wieso? Lass uns mal gucken. Lass uns erstmal von der Entfernung gucken. Wir haben die Möglichkeit, dahin zu klettern. Wenn wir da vielleicht sind, können wir hier irgendwie... Das ist ein Wunschdenken, da hochzukommen. Ich meine, ich würde es gern probieren, muss ich echt zugeben. Einfach nur mal rauszufinden, ob es möglich ist oder nicht. Die Frage ist, ob es hier irgendwo eine Stelle gibt, von der man nochmal Pause machen kann. Das da oben sieht aus wie eine Stelle. Das ist wirklich schwer zu sagen. Da sieht es so ein bisschen aus. Ich will es probieren. Ich will es ganz ehrlich gesagt probieren. So es kann das sein könnte. Okay, zwei Fächer sind mir so ein bisschen Wurst. Nope, bitte rauf. Oh boy, jetzt sind wieder diese Sache, selbst wenn man gerade guckt, dass man nicht sagen kann, wie man das machen kann. So, logischerweise, ich werde auch jetzt hier wieder hingehen und speichern. Einfach nur, um die Sicherheit zu haben, dass falls wir hier runterplumpsen, dass wir einfach neu laden können oder ähnliches. Alright, sehr gut. Dann fangen wir mal an mit der lustigen Herumkletterei. Mal so ein bisschen gucken. Ich meine, wir können definitiv für eine gewisse Zeit klettern. So ist nicht, aber riskant ist es trotzdem. Ah, schön ist auch mal, ich muss vor allem nicht die Klettertaste gedrückt halten. Ja, es gibt Möglichkeiten auch zu klettern. Okay, cool. Nice, das ist also etwas, was wir hinkriegen sollten. Solange wir wirklich hier immer von Plattform zu Plattform uns arbeiten. Ja, ist aber trotzdem so eine gewisse Geschwindigkeit dahinter für den. Nice. Na, das war die Hälfte an Energie. Nicht zu unterschätzen. So, dann haben wir dort nochmal einen. Aber auch dort geführt. Das ist auch interessant zu sehen, wann das Spiel das Ganze als Plattform sieht, wo er stehen bleiben kann und wann wiederum nicht. Okay. Risky, risky. Aber ich denke, wir werden mal hier lang weitergehen. Oh boy. Oh no, ich glaube, da wird's kalt jetzt. Vielleicht werden wir jetzt hier wirklich schon anfangen müssen, was zu essen. Denn das Wichtige ist, wir wissen noch nicht, wie man Sachen isst in dem Spiel. So doof das klingt, aber halt... Genau. Hinzugehen, zu sagen, hey... Essen. Okay, damit beginnt unser Kälteschutz. Und wir sollten gucken, dass wir hier uns irgendwie clever anstellen. Darüber gehen wir. Andere Richtung ist mir zu weit weg. 3 Minuten ist nicht viel. Kann aber genug sein, um uns hier in dieser Situation auszuhelfen. Okay, yes, sehr schön. So, das Schöne ist, unser Marker auf der Map ist bereits weg. Das ist ja nicht ein großes Problem, Kind. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, falls der Schrein tatsächlich gleich hier sein sollte. Yes, nice. Ist hier überhaupt kalt? Meine Melodie lässt einen so ein bisschen den Anschein geben, aber... Sowieso der Fall ist...
I am not sure. Okay, nächster Tempel, nächster Schrein. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Ist natürlich so ein bisschen schade, dass wir jetzt hier den Kälteschutz so ein bisschen verbrauchen damit. So, willkommen Pilger. Mein Name ist Vamudai. Im Namen der Göttin Helia sollst du geprüft werden. Herr über die Zeit. Oh, wir können Gegenstände erhalten. Oh, nice. Zumindest riecht es danach. Ja, na gut. So, Stasis-Modul lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Oh, das ist natürlich cool. Das heißt also, wenn man einen Gegenstand hat und in der Zeit, wo es noch eingefroren ist, auf es einprügelt und dann es loslässt, dann kannst du sehen, dass das Ding sich volle Möhre loskatapultiert. Nice. Wofür wir es ernsthaft brauchen, ist eine andere Sache. Aber es klingt trotzdem nice. So, als erstes haben wir hier diese Situation, genau. Achso, wir müssen das dann wiederum anhalten, okay. Oh, nice, genau zentral. Okay, damit haben wir gesehen, wir haben eigentlich genug Zeit. Aber das Wichtige ist, dass der Cooldown auch erst dann startet, wenn man wirklich das Ganze abgelaufen hat. Oha. So wichtig ist, dass wir das Ding versuchen festzuhalten. Oh Gott, Konsolensteuerung. Okay, das Schöne ist, wir können es logischerweise hier an mehreren Stellen einfach festhalten. Das sollte es dann eigentlich auch schon wiederum tun. Oh. Das nenne ich einen Hammer. So. Wir haben jetzt hier aber noch mehrere Sachen. Wir haben da eine Kiste, die wir uns definitiv holen wollen. Aber die große Frage ist, ob wir das nicht einfacher machen können. Scheinbar nicht von hier. Oder der Witz ist, dass diese auf einmal nicht funktioniert. Kann ja auch sein. So, auf jeden Fall den Hammer würden wir ganz gerne mitnehmen. Nope. Nope. Nope, nope, nope. Wir wollen hier rüber wechseln, genau. Welche Waffe wollen wir zurücklassen? Der Fächer ist bisher noch nicht wirklich interessant gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und die Fackel brauchen wir eigentlich auch nicht so sehr. Deswegen, die Fackeln wurden mitgenommen als, hey, vielleicht können wir es ja gebrauchen. Aber ich habe kein Problem damit, einfach mal einen von denen zurückzulassen. Der Eisenhammer. Ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Nice. Okay, auf jeden Fall, unsere Idee ist jetzt natürlich erstmal wieder die richtige Sache auszuwählen. Und tut mir leid, dass ich da immer noch so ein bisschen. Okay, also im Endeffekt geht es mir nur darum, den festzuhalten, während er hier dran vorbei ist. Sehr gut. Und jetzt ist wichtig, dass wir hier uns schnell noch so ein bisschen dahin begeben. Ist die Ausdaueranzeige leer, sind deine Bewegungen eingeschränkt, bis sie wieder voll ist. Oho. Also auch das sollte man nicht unterschätzen. Reiseschild. Diese robusten Schilde sind bei Abenteuern sehr beliebt. Sie werden aus Tierhäuten und stabilem Holz hergestellt und schützen vor wilden Tieren und kleineren Monstern. So, das Schöne ist, wir können jetzt hier einfach darauf warten, genau, und jetzt einfach hier mitlaufen, während das da wegrollt. Und zu guter Letzt haben wir jetzt auch nochmal hier einen Stein. Und der Witz ist, dass wir hier vermutlich jetzt hingehen sollen. Ich teste einfach mal, ob wir den einfach so schieben können. Nope, okay. Also wir sollen es wirklich so machen, wie hier beschrieben. Und zwar sollen wir jetzt hingehen, auf das Ding einprügeln. Sweet. Und vor allem, der war auch in so einer fiesen Position, wo man ihn hätte gar nicht so einfach rauskriegen können, dank des Gewichts und wie gesagt, dieser Kuhle. Okay, das war's.
Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Alright, wir sind wieder draußen. Und wir haben jetzt zum Beispiel keinen Kälteschutz mehr. Das heißt, wir werden... Was ist das? Vielleicht können wir hier... Hoffe, da unten steht keiner. Ist so nicht geflogen, wie ich es mir erhofft hatte, aber eine Kiste. Ein Reisebogen, den wir so nicht mitnehmen können. Oh well. Okay, das bedeutet, wir gehen wieder hin, schmeißen den nächsten von diesen Bockbogen weg. Oh, hi. Es ist mal wieder soweit. Shit. Hätte ich mich vermutlich anders angestellt, hätten die mir nichts machen können. Oho, Achtung, Achtung. Vor allem der eine hat so einen richtigen Piekser, ne? Das Schöne ist, die fallen relativ schnell zusammen. Das macht es relativ angenehm. Nice. Okay, also ich denke, die Arme spare ich mir mal ganz kurz. Na gut, aber... Diese Waffe sollten wir überlegen. So, und da will ich natürlich jetzt gleich hingehen, da ich das ja weiß, dass wir das hier austauschen. Achso, wir haben noch Platz. Never mind. Reiselanze. Hiermit halten sich reisende Wölfe vom... Achso, hiermit halten sich reisende Wölfe vom Leib. Gut gewichtet und leicht zu verwenden. Gut. Okay, wir auf jeden Fall, wir sind in der Nähe von Kalten. Das heißt also, in der Sekunde, in der wir realisieren, dass es auf einmal zu kalt für uns wird, müssen wir überlegen, dass wir das Ganze doch relativ schnell nutzen. So, unser Problem ist jetzt aber wiederum, dass wir hier komplett auf die andere Seite rüberlaufen müssen. Und ich habe eigentlich keine Lust, da runter zu klettern. Was bedeutet, wir werden den schnellstmöglichsten Weg nehmen, versuchen hier hinzukommen, dann gehen wir den Weg so... Gucken, wie wir da rüberkommen, falls hoffentlich möglich. Und versuchen dann da hinzukommen. Das würde ich sagen, so ungefähr. Irgendwie sowas in dem Dreh. Aber mir ist halt wichtig, dass wir vielleicht versuchen, nicht zu lange im Kalten zu sein. Okay, wir haben gesehen... Wir sind jetzt auf einmal ins... Oh, nice. Ins Kalte übergegangen, was bedeutet, wenn ich noch die richtigen Sachen klicken würde. Wir gehen jetzt hin. Das ist wirklich lustig, dass er so eine Animation hat. Gehen hin und nehmen den ersten von denen hier. Ich hatte mich ganz bewusst auch erstmal nur für den für 3 Minuten. Denn meine Idee sollte jetzt erstmal nur sein, hier von A nach B durchzukommen. Ich denke, der Weg ist auch der richtige bisher. Einfach nur gerade runter, genau. Richtung Norden. Da sitzen interessanterweise mehrere von denen einfach hier rum. Mitten im Kalten. Ach du heilige Makrele. Okay, das ist ja nicht ein Problem. Hier herunter zu gehen ist nicht selbstverständlich. Spiel? Danke. Das Fiese ist nämlich, dass es einen Button gibt, um herunter zu klettern. Aber der halt nicht konstant da ist. Nein, das wird hier alles ohne Probleme hoffentlich funktionieren, aber trotzdem. So, sehr gut. Wie man sich vorstellen kann, für jetzt würde ich mir ganz gerne erstmal die Kämpfe sparen. Und
allgemein erstmal nur aus diesem kalten Gebiet raus. Wir können gerne hier bleiben, im kalten Gebiet. Finger weg. Scheißvieh. Also scheinbar geht es wirklich nur darum, den Kopf zu zerstören. Wenn man das geschafft hat, ist eigentlich auch das schon wieder erledigt. So, meine Frage ist, das ist so schnell da. Das ist ein Boot. Ist ein Boot. Hier ist eine Axt. Eine weitere Axt. Muss ich mir noch daran gewöhnen, dass ich die falschen Tasten drücke. Oder irgendwann mal die richtigen Tasten drücke. So rum. Was können wir zurücklassen? Ich denke, wir können den normalen Bogen zurücklassen, wenn wir diesen... Normalerweise Wurfspeer. Alles ein bisschen doof. Man könnte auch überlegen, ob man die Fackel halt... Also was, wir haben eine Fackel. Ich denke, die Axt ist in der Hinsicht besser. So, unser Problem ist, dass ich nicht an das Ding rankomme. Oh boy, was haben wir denn hier so Feines? Oh. Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herum... Oh. Ich muss es nur selber noch anzünden irgendwie. Ich meine, das ist trotzdem ziemlich nützlich. Natürlich nimmt das mit. Oh Gott, dammit. Finger weg. Drecksviecher. Oh, hi! Da ist noch einer von euch. Könntest du den auch noch bitte ins Gesicht treffen? Danke. Okay, sehr schön. Da haben wir die Hauer. Also die kommen mir scheinbar konstant in der Nacht. Okay. So, mein Problem ist natürlich relativ simpel. Wie zur Hölle schaffe ich es darüber? Also jetzt nicht an das Boot selbst, sondern allgemein hier rüber. Denn eigentlich würde ich... Ich komme da so nicht durch. Wir müssen wirklich diesen Weg scheinbar so nehmen. Was das vielleicht unangenehm macht. Meine Frage ist, kann ich zu dem Tempel... Ich kann mich dorthin teleportieren. Das heißt also, mit ein bisschen Glück kann ich mich vielleicht hier hinarbeiten. Und wenn man relativ... Wir haben genug Essen eigentlich. Wir sollten das in der Theorie schaffen. So, sehr gut. Jetzt sind wir hier wieder gelandet. Wir haben natürlich noch 30 Sekunden, während das Essen hier gilt. Aber ich bin auch jetzt hier mal wieder so clever und speichere einfach damit, falls es tatsächlich nicht funktioniert, wir einfach neu laden können. Okay. Gucken wir, ob diese Sache wirklich so umsetzbar ist, wie ich es mir erhoffe. Ich denke, einer der ersten Schritte, die wir tatsächlich einschlagen sollten, ist hier hochklettern. Einfach, um schon so eine gewisse Erhöhung zu erreichen. Denn wir haben gesehen gehabt, da sind so ein paar Camps... die uns vielleicht im Weg sein könnten. Und das sollte man vielleicht verhindern. So, und ich denke, das schaffen wir da hochzuklettern, ohne vorher den nächsten Buff einsetzen zu müssen. Na, gerade so. Gerade so. Okay, lass uns mal gucken. Wir haben 5. Wir haben also 3, 6, 9, 15, 18 Minuten. Okay, nochmal halt, nochmal 2 weitere, gut. Das ist eigentlich eine gute Menge. Jetzt hoffen wir einfach, dass das so funktioniert. Ich denke, es war zumindest hier schon mal eine richtige Entscheidung. Wir haben hier schön viele Steine, die wir theoretisch herumwerfen könnten. Damit hätten wir dann auch die Möglichkeit... die in dem Camp da unten anzugreifen, aber dafür gibt es keinen Grund. Mir ist aktuell, denke ich, einfach nur wichtig, einfach nur von A nach B zu kommen. Alles andere ist so ein bisschen Wurst. Und es ist interessanterweise, und das denke ich auch gar nicht mal uninteressant, oh, was bist du denn? Du siehst ein bisschen fieser aus. Bye. Mir ging es wirklich einfach nur darum, den wegzudrücken. Nice. So, noch keine Ahnung, für was wir das ernsthaft brauchen. Und auch hier ebenfalls werden wir mal ganz kurz einer unserer Sachen hier wegwerfen. Stachelbockschild. So, von einem Bock blind gemacht, dem etwas härteres Holz in die Hände fiel. Darüber war er so glücklich, dass er den Schild sogar mit Tierknochen verstärkte. Okay. So, wir müssen aufpassen, da ist Wasser, das heißt, da müssen wir wieder ausweichen.
Aber wenn wir dann diesen Weg da entlang laufen, müsste es eigentlich gehen. Hi. Sup, Buddies. Finger weg. Ich weiß jetzt leider nicht, wo dein Kopf ist. Entsprechend lebe ich einfach mal ganz kurz damit. Oh, der Kollege wusste selber nicht, wo er seinen Kopf hingeflogen ist. Und dementsprechend hat er gesagt, okay, auch keine Lust mehr. Gut zu wissen. So, da sind irgendwelche Ruinen. Ich bin mal so frei. Zweite Taste. Und wir werden lieber den schnelleren Weg gehen. Einfach um sicher zu gehen, dass da nicht irgendwelche Viecher auf einmal spawnen, die wir so noch nicht besiegen können. Oder allgemein ein Problem darstellen. Die wir vielleicht gerade mit unserem Kälteschutz so noch nicht herausfordern sollten. Oh, shit. Oh, shit. Schnell. Gar nicht versuchen, von denen irgendwie Aufmerksamkeit zu ziehen. So, da hinten ist es. Das ist der letzte, den wir brauchen. Dann können wir uns dieser Kälte uns auch schon wieder verabschieden. Ja, ihr wieder. Hi. Also die zum Beispiel nehme ich ganz gerne dann doch noch mit. Habe ich nicht euren Kopf kaputt gemacht? Achso, vielleicht sterben die auch wirklich nicht, wenn halt... Oh! Interessant. Und zwar hat die zwei Gegner. Einen haben wir weggedrückt und der eine hat scheinbar seinen Körper verloren. Zerstört, wie auch immer. Aber sein Kopf ist ganz geblieben. Und bei dem anderen ist der Kopf kaputt gegangen, aber der Körper ganz geblieben. Und dementsprechend haben die sich einfach kombiniert. Und haben so überleben können. Das ist wiederum cool. Na, da ist natürlich genau davor noch ein doofes Camp. Meine, nett ist, dass da halt Feuer ist und natürlich die Grau genau jetzt gerade aufgestanden sind. Und das Doofe ist, dadurch, dass es leider noch so ein kleines bisschen ist, brauchen wir jetzt hier leider unseren nächsten dann doch noch. Ah, schön, wie schnell wir diesen Bereich dann doch von A nach B begeben konnten. So, jetzt will ich wissen. Interessant. Man hat also einen Buff, den man bekommt. Wenn man einen neuen drauflegt, dann addiert sich das nicht. Ich meine, zugeben, ob es jetzt 3 Minuten oder 3 Minuten und 6 sind, ist egal. Oh, hi. Au. Also das war ein bisschen fies, denn keiner von denen hat das da ernsthaft geschubst oder ähnliches. So, alles nicht ideal, wenn man ganz ehrlich ist. Ha, interessanterweise, diese Waffe ist... Oh, konnte die hintereinander stehen treffen. Sweet. Und endlich mal wieder hier so ein Bockstock. Die Bockstöcke gefallen mir ganz gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nice. Dann hätten wir Explosionskisten gehabt, aber die standen so ungünstig, dass sie wirklich nicht relevant für uns waren. Soll ich mal ganz kurz gucken, ob da hinten nochmal irgendwas ist? Da ist irgendwas auf dem Wasser, aber halt... Oh boy. Das hat uns sofort Schaden gemacht, weil es super duper kalt ist. Also da hilft auch das Essen dann wiederum nicht. Das ist natürlich gut zu wissen. Können wir an diese Kiste irgendwie rankommen? Könnten die Kiste theoretisch einfrieren. Ah, das ist nicht das, was wir brauchen. Können wir das nutzen? Das interessanterweise wiederum geht nicht. Das ist die Frage, ob man zum Beispiel, wenn man wollte, das Ding einfriert mit der Zeit. Und dann mit Pfeilen beschießt, ob das dann irgendwie rausballern würde. Alles uns egal. Wir gehen in den Tomisuke-Schrein, um unsere letzte Aufgabe abzuschließen. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt bekommen. So, willkommen, Tomisuke, genau. Was wird die Prüfung denn heute sein? Säulen aus Eis. Wie passend. Also haben wir jetzt hier wirklich die Möglichkeit, Sachen einzufrieren. Also noch erklärt, wie wir dann später in diese Truhe kommen werden. Cryo-Modul, genau. Lässt Eissäulen auf Wasser entstehen.
Die Eisröhre sind sehr hart und schmelzen nicht. Sie dienen als Plattform oder Hindernisse. Bestehende Eissäulen kannst du anvisieren und zerstören. Interessant. Große Frage ist natürlich so ein bisschen, wie kann man das jetzt ernsthaft nutzen? Also das Beste ist eigentlich, in das Wasser reinzugehen und das Ganze jetzt so einzufrieren, damit wir so hochkommen. Okay, cool. Das ist also doch so ein bisschen anders, als ich ursprünglich dachte. Weil es natürlich dann trotzdem wieder die Herausforderung gibt, wie wir an diese Kiste da draußen rankommen sollen. Okay. Sollen wir da also rüberkommen? Verstehe ich das richtig? Au! Au, oder man nutzt das so. Okay, ich dachte wirklich, wir müssten da irgendwie, okay, das ist nicht ein Problem. Never mind. Aufpassen. Und die Schrauben, okay. Also hier kommen auch gelegentlich ganz gern mal Gegner her. Gut zu wissen. Nice, sehr gut. Auch hier wieder eine schicke Kiste für uns. Eine Reiselanze. Okay, dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Bisschen doof, aber. Ah, alles ein bisschen doof, ja. Entfernen. Keine Ahnung, was Entfernen in der Hinsicht dann wiederum bedeutet. Ob man hier über die Art und Weise theoretisch Sachen schon wegschmeißen könnte. Ich jetzt sage entfernen. Ja, also ich kann zum Beispiel jetzt nicht hingehen und darauf klicken, um zu sagen, oh, schmeiß das bitte so weg. Okay. Bisher habe ich für diese Sache einfach noch keinen Nutzen gefunden. Denn in den meisten Fällen will ich eigentlich die Gegner eher umhauen, um sicherzustellen, dass deren Sachen diese Droppen auch bekommen kann, anstatt irgendwie hinzugehen und die wegzuschubsen oder ähnliches. Ah, ne, hopp. Okay, nee, noch nicht das bitte, sondern ich würde ganz gerne erstmal nochmal auf. Obwohl, bleiben wir bei der. Ist eh nicht so gut. So, von da sind wir gekommen. Das ist also im Endeffekt Wurst. Okay, wir sollen also jetzt hier wiederum hingehen. Könntest du bitte springen? Danke. Eine Seite irgendwie nach oben und die andere nach unten drücken? Irgend so was? Aber mal gucken. Ha, interessanterweise haben wir das so, ist nach unten gepresst. Okay, jetzt so, wiederum. Yay! Okay, und ich habe das Gefühl, dass wir dann hiermit auch schon das Ende erreicht haben. Hier sind zwar immer so ein paar Sachen, wo man sehen kann, hey, hier ist vielleicht noch was oder ähnliches. Aber zumindest auf den ersten Blick sehe ich da A nichts. Und B glaube ich nicht, dass wir da aktuell auch irgendwie hin könnten. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hurra, damit haben wir es. Oh, alter Mann ist gleich zu. Wow. Nicht nur hören, sondern auch sehen. Gündoch. Nun hast du in allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Hohoho, ich bin der Weihnachtsmann. Es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Oh no. Sieh auf deine Karte und denk dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden? Wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen. Well, that fucking sucks.
Meine, das wäre hier sehr, sehr einladend, aber halt. Moment, das ist kein Schrein. Doch, das ist der Schrein des Lebens. Natürlich doof, dass diese. Meine, das wäre immer noch der logischste Punkt. Denke, da werden wir einfach hingehen. Da hingehen, gucken. Schrein des Lebens ist meines Erachtens auch die beste Stelle, um sich dahin zu teleportieren. Okay, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal dorthin als erstes, einfach um nur zu testen, ob das wirklich die Wahrheit ist. Und falls nicht, dann so, werde ich mir vermutlich mal gucken, wie man das am besten verbindet. Shit, ich habe die Truhe vergessen. Was gut ist, wir können ja da stets wieder zurückkehren. So, dieser Schrein jetzt sieht jetzt hier interessant aus. Ach, das ist der Schrein, wo wir gestartet sind. Never mind. Nämlich gewundert, warum hier so viel dahinter war. Okay. Dann gucken wir mal. Zumindest sagen wir mal so, der Schrein oder dieser Tempel wäre natürlich ein nachvollziehbarer Punkt, um den nächsten Storypunkt anzubringen. So ist hier irgendwie schon Zeug respawned. Im ersten Blick sehe ich hier nichts, now, nicht Link. Come on. Nicht irgendwie anfangen, wie ein Äffchen hier rumzuklettern, danke. Ich gehe mal davon aus, dass der alte Mann jetzt nirgendwo mehr auftauchen wird. Genau. Nur weil wir hier auf einmal entlang laufen. Okay. Ich sehe jetzt auch hier niemanden, der uns ernsthaft irgendwelche Probleme bereiten möchte. Auch angenehm. Dementsprechend gehen wir jetzt hier auch gleich schräg rüber. Nice Fisch. Das war eine Frage. Müsste man eigentlich fast testen. Was passiert, wenn ich ziele? Ich glaube, die sind einfach nur wieder ins Wasser geplumpst. Schade. Das wäre nämlich cool gewesen, wenn man so Fisch hätte fangen können. Na, Zitadelle der Zeit. Gucken, ob wir hier tatsächlich hingehen sollen. Ja, das Ganze leuchtet hier sehr, sehr stark. Du hast Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kräfte gewähren. Du hast vier Abzeichen der Bewährung zu. Du scheinst vier Abzeichen der Bewährung zu besitzen. Für vier Abzeichen der Bewährung kann ich dir neue Kräfte gewähren. Was ist dein Begehr? Oh, Herzen oder Ausdauer? Das ist eine gute Frage. Ich meine, bisher sind wir ganz gut dabei gewesen, eigentlich mit den Herzen, die wir haben, aber ich kann halt nie sagen, wie es in der Zukunft aussieht, wenn auf einmal ein Angriff kommt, der wirklich gefährlich ist. Jedoch brauchen wir auch Ausdauer für sehr viele Situationen. Wenn man wirklich solche hat, wo man irgendwo hochklettern muss, irgendwo entlang schwimmen muss, irgendwo einfach weglaufen oder hinlaufen muss, kann Ausdauer auch nicht falsch sein. Ich überlege gerade so ein bisschen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ein paar Leute immer davon geredet hatten, was cleverer wäre, aber ich kann mich nicht entscheiden oder nicht daran erinnern, was das Richtige war. Ob die Leute gesagt haben, man sollte sich mehr auf das eine oder auf das andere konzentrieren, weil man das eine mehr als das andere braucht. Wie viel Schaden haben wir bisher genommen gehabt? Wir haben also einmal bisher auf die Hälfte unserer AP uns runterschlagen, also 1,5 Herzen, weil wir von dem Schneeball getroffen worden sind und dann in das Wasser gesprungen sind. Und genau. Das waren jetzt nicht wirklich Kämpf- oder Kampffehler, sondern eher halt, wurdest halt ungünstig getroffen und hast was probiert und wurdest dafür halt bestraft. Also ich denke, ich werde mal ganz kurz mit Ausdauer gehen. Aber ich denke, bisschen schwer zu sagen. Vielleicht werden wir so ein bisschen 50-50 gehen oder immer nach dem gehen,
was so ein bisschen einem das Gefühl gibt, was clever ist. Wenn wir so wirklich sehen, hey, wir treffen auf Gegner, die einfach Schaden anrichten, die nicht so einfach zu dodgen sind und dementsprechend Probleme darstellen, sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht in der Zukunft mehr Herzen holen. Aber jetzt würde ich ganz gerne erstmal vielleicht Ausdauer machen. So, möchtest du einen zusätzlichen Ausdauercontainer? Vor allem ja, nein oder lieber doch nicht. What? So sei es. Das Ding ist ziemlich groß. Der Ausdauercontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht, erhöht deine maximale Ausdauer. Nice. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Das war also scheinbar richtig gut. Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Say, what now? Warum kommst du nicht runter, alter Mann? Und es ist natürlich auch hier zum Beispiel interessant. Dadurch, dass hier Wasser ist, kann man tatsächlich sich hier so eine Säule hochziehen. Was vielleicht gar nicht dumm ist, je nachdem, wie wir da hochklettern müssen. So, bevor wir das aber machen und nicht immer noch immer die falschen Tasten drücke, würde ich ganz gerne mal hingehen und hier so ein paar diese Sachen kaputt machen. Aber nur zu gucken, ob hier nochmal irgendwas gedroppt worden ist. Auch keine Pfeile oder ähnliches. Interessanterweise auch die Kiste selbst ist. Könntest du aufhören, Äffchen? Dankeschön. So, jetzt erstes werden wir gucken, ob wir hier hochklettern können. Das ist zum Beispiel lustig, dass er hier wiederum hochklettern kann. Ich meine, ja, man kann sich vermutlich so an diesen Steinen so ein bisschen festhalten. Aber ich denke, dass das immer noch nicht unbedingt die beste Möglichkeit wäre, da hochzukommen, oder? Ja, als erstes wollen wir aber hier gucken, denn das sieht so ein bisschen aus, als könnte man hier irgendwas verstecken. Ja, aber natürlich nicht. Okay. So, und dann wollen wir gucken, dass wir vielleicht da einfach irgendwie hochkommen. Wir sagen jetzt zwar hier runter. Und das Interessante ist, wir sehen also im Endeffekt, dieser Ausdauerbalken oder dieses Ausdauerboni, den wir bekommen haben, das als erstes baut sich ab. Und erst dann der richtige Balken, den wir so haben. Das ist auch interessant. So, und ich hoffe, dass wir da jetzt trotzdem noch das Holz hochklettern können. No, we cannot. Game. You ass. Natürlich können wir auch da diese Schrägen so scheinbar nicht hoch. Meine nachvollziehbar einerseits, aber trotzdem leicht fies. Entsprechend, lass uns mal ganz kurz hier nochmal die Energie sammeln und wichtig auch, wie gesagt, den neuen Balken mit aufladen, so. Ja, ist natürlich das Fiese. Man muss wirklich erstmal lernen, wo zur Hölle man hier überhaupt hinklettern darf. Man sieht, das Klettern ist sogar halbwegs gut umgesetzt. Bin überrascht. Es ist nicht so, als würde er dann mit den Beinen irgendwie im Nichts herumklettern, sondern der klettert wirklich nur dort, wo er auch wirklich klettern kann. Okay, damit haben wir uns jetzt hier hochgearbeitet. Ist hier irgendwo noch irgendwas? Okay, hiermit haben wir jetzt die Möglichkeit rauszukommen. Kann man jetzt von hier irgendwie gescheit voran? Zumindest nicht danach aus. Aber wir sind draußen. Hoho. Okay, gut. Damit haben wir das geschafft. Jetzt kommt irgendein Dark Souls-Boss. Boom. Alter Mann, beim nächsten Mal baust du dir einen Fahrstuhl ein. Hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben.
Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Garnon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Garnon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Garnon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Garnon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln. So glaubten wir. Doch Garnon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Garnon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Garnon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Garnons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt,
Kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Mhm. Alright, nimm schon das Parasegel, wie versprochen. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft X, um zu gleiten. Nice. Nun kannst du vor den Steinklippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. And there he goes. So, und damit haben wir das nächste Hauptziel. Besiege Ganon. Oder Ganon. Und das ist einer dieser ganz interessanten Punkte. Und zwar, man könnte mit diesem Zeitpunkt, oder zu diesem Zeitpunkt tatsächlich, einfach hingehen und ins Finale übergehen. Ist zwar nicht empfehlenswert, vermutlich für die meisten Leute, aber es wäre möglich, einfach jetzt zum Schloss zu gehen und das Spiel jetzt zu beenden, wenn man möchte. Aber man kann auch hingehen und für die nächsten 3 Jahre hier Zeit verbringen. So, wir sehen, wir haben hier mit Wind zu kämpfen und wir können jetzt hier einfach runtersegeln. Wir sehen zum Beispiel auch hier gleich wieder, das kostet Ausdauer. Also ich denke, Ausdauer zu buffen war keine falsche Idee, gerade nach dieser Kletteraktion. Und allgemein den Herausforderungen ging das schon so in Ordnung. Aber für heute kommen wir zu einem Ende. Ich persönlich bin überrascht, wie gut es lief. Gerade was diese Kältesituation da anbetroffen hatte. Da hatte ich wirklich gedacht, dass wir mehr damit zu kämpfen hätten. Nicht unbedingt, dass wir Probleme haben, wirklich diese Sachen herzustellen. Ich hätte vielleicht gedacht, dass es vielleicht ein Ticken schwerer ist. Aber halt vor allem auch, dass wir da so schnell von A nach B kommen konnten. Wir haben im Endeffekt 2 oder 3 davon gebaut insgesamt. Aber das lag auch zum Teil daran, dass wir halt so ein bisschen ins Umgeguckt haben. Und auch so ein bisschen nebenbei kämpfen mussten. Hätten wir das überhaupt keine Probleme gehabt, wären wir vermutlich einfach von A nach B gelaufen. Und hätten das sogar noch schneller geschafft. Also, ich war insgesamt zufrieden. Und ich hoffe insgesamt auch, dass es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich. Und bis dann.